Ja, herzlich willkommen wieder zurück hier im Öko Villa Club. Ja, ich kann mich an die Glatze noch nicht gewöhnen. Mit Sonnenbrille sehe ich nicht so nackt aus. So, heute ein Video hier wieder von uns. Wie ist es weitergegangen? Ja, ich habe. Hallöchen. Tobias hat hier schon fleißig aufgeräumt. Auch wichtige Arbeit. Ja, wir haben jetzt gedacht, so, wir arbeiten jeden Tag 2 Stunden. Jeder 2 Stunden. Kann er machen, wann er will. Weil ich habe mal so eine Reportage gesehen über Ureinwohner aus, solche indigenen Völker aus dem Dschungel hier, Südamerika und sowas, die arbeiten auch nicht länger als 2, 3 Stunden. Also davon ist 1 Stunde Jagd oder sowas. Und dann lassen sie sich gut gehen in der Hängematte. Und ja, wir haben aber schon hier Kartoffeln hingelegt zum Keimen. Hier kommen schon die ersten Keime raus. Dann sind dann unsere Schätze. Dann bauen wir Kartoffeln an. Ja, ich habe heute Erde gekauft. Ich war bei Lidl hier. Da hinten stehen noch, ich zeige es euch noch mal. Ich habe die ganze Erde eingekauft, die es bei Lidl gab. Ja, eigentlich wollte ich bloß 10 Sacken, habe ich gesagt, Mensch, da stehen auch noch 5, die nimmst du jetzt auch noch mit. So, da haben wir erstmal hier Blumentopferde. Noch und nöcher zum Anpflanzen. Und heute holen wir Nachmittag, wenn alles klappt, Moringa-Samen ab. Und dann geht es hier ab, hier dann mit unserer Selbstversorgungsexperiment. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung von Gartenwirtschaft und sowas. Aber noch haben wir ja noch Internet, noch haben wir YouTube. Und da kann man ja ein bisschen gucken, wie es die anderen so machen. Und am besten probieren hier verschiedene Sachen. Eins habe ich schon gestern noch gemacht. Das ist hier unser Möhrenbeet. Abgesichert mit Netz, damit die Katzen das hier nicht alles rauswühlen. Bin ja gespannt. Erste Beet hier schon mal angelegt. So. Ja, einkaufen. Einkaufen muss ich immer mit dem Taxi, also mit dem Bus hin in die nächste größere Ortschaft, da zu Lidl zum Beispiel. Und Rückzug mit dem Taxi. Zum Glück ist hier Taxi relativ billig, ja? Also im Verhältnis zu anderen Rest der Welt kann man sich Taxi noch leisten, oder was sagst du, Tobias? Ja, kann man machen. Möchtest du der Welt noch was mitteilen? Ich habe genug gesagt. Okay. Ja, das war's hier heute erstmal von uns. Kleiner Eindruck hier, wie es weitergeht. Ach ja, natürlich. Und die Zwiebel habe ich gestern noch. Die Zwiebel habe ich gestern noch eingebracht. Und die soll dann irgendwie so einen großen langen Spross bekommen. Ja, irgendwie so mit so einer Kapsel oben dran. Und dann diesen Samen kann man dann erst aussehen als Zwiebel. Wusste ich auch nicht, habe ich aber gestern mich informiert. Und Bier darf natürlich auch nicht fehlen. Man muss ja die Brauereien unterstützen, denen geht es nämlich ganz schlecht. Und ihr wisst ja, ne? Brauerei am Limit, die haben hier keine Abnehmer durch die Gastronomie, die eingebrochen ist. Und immer fleißig Bier kaufen, Leute. So, das war's für heute erstmal. Morgen schon vielleicht mit frischem Beet oder mal sehen, was morgen dann passiert ist. Also, als kurzer Bericht, Kombi! So, ja, abonnieren, liken und wenn ihr mögt, ja, besucht uns wieder gerne hier. Wir machen das jetzt hier jeden Tag, Live-Reportage, wie es hier weitergeht, Stückchen für Stückchen. Bis dann, tschüss.